Während hier die Bestellungen reingehen, die Alex so ein bisschen Hantier gerade hat und in Action ist, sitze ich am Schnittrechner und arbeite mal so 2021 auf. Da gab es natürlich einige Neumodellpräsentationen, unter anderem Yamaha R7. Und da kommt hier Alex auch schon gerade. Seht ihr? So ist das nämlich hier, wie wir das hier so machen. Sieht man gar nicht? Sieht man nicht? Oh, guck mal. Also, ja, hier gibt es auf jeden Fall erstmal so ein kleines Best-of-Neumodelle. Schön, dass du wieder einschaltest. Los geht's, Mats ab. Ich bin froh, dass ich endlich wieder mit normalen Menschen unterwegs bin. Gott sei Dank. Und immer wenn es heißt, richtig massiv am Kabel ziehen und das auf einer Crossstrecke, ja, da darf nur einer losziehen und zwar der Thilo. Schaut selbst. Buongiorno, Germany. Das Schöne ist ja, dass die Yamaha-Jungs ne, auch immer wissen, was man mit so einer Yamaha machen muss. Die beiden, die haben sich zum Beispiel eine Wippe daraus gebaut. Guck mal. Sehr gut. Also das macht ihr gut. Auch eine ganz, ganz coole Geschichte und zwar die Underdogs mal abzufilmen. Neue Modelle SWM und Fantic. Super coole, interessante Bikes. Hier nochmal ein Clip Best of Underdogs. Oh.
Dadurch, dass es ja gar nicht einfach war, die Modelle, neue Modelle zu zeigen, so wie ihr das gewohnt seid, hat es natürlich auch unterm Jahr wieder neue Modelle gegeben. Und hier haben wir dann einfach mal die Speed Triple 1200 RS selbst komplett abgefilmt. Wie ich finde, ist ein sehr, sehr schöner Film geworden. Aber hier nochmal die schönsten Augenblicke. Und dann nochmal der Klassiker hinten dran, Triumph Speed Triple 1200 RR. Ganz schönes Motorrad auf jeden Fall. Hier auch nochmal die besten Augenblicke. Mit Kawasaki war ich in Marseille. Das war eine absolute Challenge, da mit dem Motorrad unterwegs zu sein. Ein Gewusel, endlos viele Motorräder, endlos viele Autos. Ein fantastisches Motorrad, die Z650 RS. Motorrad, was klein und wendig ist. Also auch hier alle Videos auf dem Kanal. Jetzt nochmal die schönsten Eindrücke von der Z650 RS. Und eine darf natürlich nicht fehlen, die Z900, die neueste Leihgabe, die Alex in der Saison jetzt 2022 fahren darf. Eine Leihgabe von Kawasaki, ganz tolles Motorrad. Hier werden natürlich auch noch einige Videos folgen. Wir möchten ein bisschen individualisieren, um einfach zu zeigen, was es gibt, dass wir einfach so ein bisschen ausprobieren können. Ich freue mich auf jeden Fall selber auch mega auf das Motorrad. Super zugänglich, sehr tolles Motorrad und eine Wahnsinnsresonanz von eurer Seite.
Und das waren auch schon unsere neuen Modelle für 2022. Klar, immer wieder die Frage, wieso bist du nicht da, wieso zeigst du nicht das und das Motorrad. Ich werde das alles nachholen, deswegen, es ist nicht gecancelt, sondern es ist eigentlich nur verschoben, wenn wir das hier selber produzieren. Macht es auch mehr Spaß, wir können uns ein bisschen was einfallen lassen und dann gibt es zum Schluss auch einen richtigen Film. So ähnelt ein Video dem anderen, bin ich eigentlich auch kein großer Freund davon. Also hier auf dem Kanal seht ihr dann die ganzen neuen Modelle, die jetzt noch folgen, was alles noch kommt. 2022 wird auf jeden Fall super attraktiv. Und das eben im Laufe des Frühjahrs oder im Laufe des Jahres. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in 3-4 Tagen. Lass gerne ein Kanalabo da, das kostet nichts. Glöckchen betätigen, dann verpasst du kein neues Video. Und wenn du mehr sehen möchtest, dann guck gerne in der Playlist rum. Alle Clips, die ich jetzt hier gezeigt habe, findest du auch in der in den Playlists. Also das ist eigentlich gut sortiert, da sollte man sich ganz gut zurechtfinden. Ciao.